Einer geht noch. Einer geht noch. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft. Halb Vanilla, halb Hexit. Und mit dabei ist wieder die Nanny Meets. Grüß dich. Hallo. Mit den großen Augen und mit den Eisenschuhen. Und dem Schwert. Mit dem Eisenschwert. Nee, das ist kein Eisenschwert. Das ist noch ein Steinschwert, oder? Ja, ich Das ist habe es jetzt noch das nicht benutzt. Eisenschwert. Ah, ich hab das doch sofort erkannt. Das richtige Grau. So, okay. Ich wollte ein bisschen Holz abfarmen. Aber ich traue mich jetzt nicht, die Häuser, die Bäume in der Nähe abzufarmen. Sand wäre noch gut. Warte mal. Habe hier so eine dezente Idee, was ich mache. Ich kletter hier jetzt erstmal auf den Baum und mache ein bisschen auf Tarzan. Es hat nicht geklappt, was ich machen wollte. Oh mein Gott. Hier ist doch tatsächlich ein Was Skelett denn? auf dem Baum. Jetzt, obwohl es hell ist? Ja, obwohl es hell ist. Und ich traue mich jetzt nicht so recht ran. Das wird mich doch direkt runterschmeißen. Geh weg. Optimistisch Geh weg. denken. Ich versuche es mit Erde zu bewerfen, aber es reagiert nicht drauf. Okay. Dazu bräuchten wir ein Schneebiom für Schneeball. So, du wirst mich niemals treffen, du blödes Skelett. Stirb! Stirb! Ich sagte stirb. Stirb! Haha, jetzt brennt's. Also auf dem Baum scheint besonders viel Schatten zu sein, den ich nicht sehe. Merkwürdig, merkwürdig. Okay, hübsch. So. Ah, ich werde mal hier dieses. Die Erde. Ich habe mir nämlich extra Erde ringsherum gebracht, damit es mich nicht runterhauen kann. So. Tarzan. Tarzan-Modus aktiviert. Ololo. Das wird jetzt eine Menge Arbeit, diesen Baum abzuholzen. Ich habe mir so einen mega Viererbaum rausgesucht. Selber schuld. Ja, ich habe mir gedacht, das lohnt sich dann wenigstens. Auch wahr. Vielleicht unterbreche ich ja auch zwischendurch, weil ich keine Lust mehr habe. Mal sehen. Unglaublich. Setz dir dann einen Waypoint, dass du noch weißt, wo du Welcher Baum das war? bauen wolltest, ja. Ich glaube, das wird man dann erkennen, wenn da nur noch so ein halber Baum steht. Wirklich. Nein! Oh Gott, bin ich doof. Verdammt. Ja, Was ist los? ich bin nur vom Baum gehüpft. Oh. In den besten Familien vor, sowas. Lass mich hier hoch, du blöder Baum. Oh nein. Wie komme ich da jetzt wieder? Da komme ich hoch. Ja. Oh. Gott sei Dank. Ich bin wieder oben. Sehr gut. Spider-Man-Mod, das wäre noch cool. Könnte man theoretisch sogar durch die Spinnen hier umsetzen, denke ich. Ja, genau, die Spinnen, die haben ja sogar die können ja überall Spinnen. hochklettern. Stimmt. Oh. Sehr schön, sehr schön. Wenn wir genug Holz haben, dann können wir uns auch genug Holzkohle bauen. Zur Not. Ja. So ist es ja noch nicht. Da können wir diesen normalen Stein bauen. Clean Stone, wie er gerne genannt wird. Auch wenn er gar nicht so heißt. Da heißt er nur Stone. Irgendwas ist ja immer. Ich bin gleich fertig. Oh, hier ist die Klette. Es ging ja doch relativ schnell mit dem Baum. Dafür ist die Axt fast putt. Oh Gott. Jetzt ist es wirklich kaputt. Naja. Okay. So, ich habe fertig. Da ist noch eins.
Ja, hat sich gelohnt. Okay. Ein Baumhaus, sagtest du? Ja. Dann werde ich mal ein Baumhaus anfangen zu bauen. Ja, aber glaube ich gut, wenn wir die Standardputze erstmal noch... Meinst du? Ja. Weil hier können wir dann das Lager reinsetzen. Auf einem Baumenlager ist eher un... Ja, das stimmt natürlich. Apropos Lager. Das ist natürlich eine gute Idee, noch ein bisschen Truhen zu bauen. Warte mal. Nee, das geht nicht. Geht das so hier? Das geht auch noch nicht. Na gut. So, ich glaube, 6 Truhen reichen erstmal, ne? Jo. Dann gucke ich mir mal um. Tja, wo können wir hier die Dinger noch hinbauen? Du gibst dir so viel Mühe. Da weiß ich gar nicht, wo ich das alles hinbauen soll, ohne dass es danach blöd aussieht. Hast du denn? Ich habe 6 Truhen. 6 Truhen? 6 Truhen. Geplant hat. Oder ist es geplant? Dacht hatte ich. Hier einfach. Deswegen habe ich da oben eigentlich auch schon die. Hier reingehen. Hier noch Regale bauen. Können wir da vorne das. Können da vorne die Werkzeug und so hin? Hinten dann. Wollte ich Güter sagen, die Antwort. So, okay. So, ich bin da. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Auf der anderen Seite auch. Ja. Da mache ich mit. Ich versuche auch, dich nicht zu hauen. Auch zur Seite gehen. Ich bin da nicht... Weißt du, wie ich meine? Ich glaube schon, ja. Sehr gut. Ich mache hier mal noch ein bisschen Platz, damit das auch symmetrisch aussieht. So, so. Weil auf der Höhe sieht das doof aus. So. Ach ja, da hättest du dann die Halbstufen eingepackt irgendwie, ne? Sind's oben schon. Die Halbstufen schon übernommen. Glaube ich. Oh. Doch, nee, passt schon. Oben sieht man nur die Halbstufe. Hier kann übrigens noch eine Truhe rein. Ja, stimmt. Wieder rausgenommen. Ja, dann baue ich halt noch ein paar Truhen. Wo ist denn hier alles hin? Da. Nee. Da. Kies. So, da noch eine hin. Und... Verdammt. Eine einzelne kleine Truhe. Die stelle ich dann mal dahin. Da kann dann das Werkzeug rein, was wir so brauchen. Okay. Dazu böse deutsche Sprache. Dazu dachte ich, die Truhen hier an der Seite und hier hinten, die sind dann effektiver als Lager. Ja, okay. Ich lasse es jetzt einfach da stehen. Beziehungsweise die allererste als Ramschkiste, wenn wir einfach nur schnell das Inventar leer brauchen. Ja. Gute Idee. So, mal gucken, vielleicht finde ich noch ein paar Seeds. Einen habe ich schon. Huhu. Hey. Das ist die Halbmondinsel. Okay, so viel dazu. Ich bin ja mal gespannt, ob sich noch andere Leute finden, die mit mir Minecraft spielen möchten. Das wäre toll. Ja. Oh. Elegant ausgewählt. Ja! Töte das Schwein. Meinst du sowas wie einen... Lass mich nicht so viel sagen. Server?
Ja, nee, ja, so, die dann halt zusammen Let's Playern, so in der Richtung. Ich bringe noch ein paar Schweine mit. Ich glaube, wir werden hier sowieso nirgendwo in der Nähe Karotten finden. Sodass wir die Schweine eh nicht züchten können. Geht das nur noch mit Karotten? Ja, leider. Also bei Ah, 1.52 Spinne. bin ich mir schon ziemlich sicher, dass es dann nur mit Karotten ging. Obwohl, womit ging das Du hast bei ansonsten? Alpha gespielt und das geht Warnen. Das war früher mit Samen, bei allen Tieren. Ja. Später Konnten die war erst es ab zu dann so. 1,6? Später war es dann so, auf jeden Fall. Ja, ich probiere das mal aus, ob die noch mit Samen funktionieren. Das ist doch irgendein Schweinchen gewesen. Da hinten ist ein Schwein. Da sind sogar zwei Schweine. So, sieht. Also das Schwein freut sich so sehr, dass es sich im Kreis dreht. Okay. Es kommt nicht auf mich zugelaufen mit Samen. Vielleicht Weizen. Irgendwann wurde das zumindest bei Kühen auch auf Weizen umgestellt. Ja, oder so. Ach, unglaublich praktisch mit dem Waypoint. Ich werde jetzt direkt nach Hause finden. Bist du dir sicher? Ja, ich habe da nämlich so einen roten Punkt. Auf der Map. Können wir uns das Ganze nochmal groß angucken? Help. Mouse wheel overselected marker to cycle color. Nichts mit cycle color. Na gut. Ich komme wieder nach. Na klar, ich will Sand holen und da ist eine Spinne. Ja, Oh, ist klar. doch immer so. Ich bräuchte Glas. Ich habe nämlich vor, dass wir uns, oder doch, dass ich uns. Krüger. Ach, er ist unter Wasser explodiert. Hat keinen Schaden gemacht. Sehr schön. Ja. dass ich uns einen Wasserfall baue. Also Deko bei den Fenstern. Einen durchsichtigen Fallen ja Wasserfall. Fenster so auf. Gibt es da eigentlich vernünftige Fenster, die nicht in der Mitte des Blockes sind oder ein ganzer Block groß sind? Das war nämlich immer Ja, das, die was mich bei den. Scheiben Genau. sehen nicht voll aus. Wenn du aber Breite von drei Blöcken in der Mitte, der ist frei. Wenn du die Scheibe da reinmachst, dann verbindet sich's ja automatisch. Ja, und dann war das, glaube ich, immer alles in der Mitte. Naja. Wir haben das erste Weizen geerntet. Hey! Oh, Samen. Ich habe Du auch. schon eine Hoe Ich gemacht? hatte schon eine gemacht, die hatte ich hier reingepackt. Ich nehme sie mir auch gleich wieder. Sehr gut, ich hatte nämlich auch gerade Samen in der Hand. Ich Oh ja, glaube, kannst du mir gleich mitnehmen? gleich. Oder mir egal. Liegt am Treppenansatz. Oh, danke. Ja, ich setze. Ich glaube, ich habe die gerade selber. Die bauen sich einfach wieder ab. Hier ist nicht genug Wasser Ja, anscheinend. Licht. Ach, Licht. Licht. Ich brauche auch Licht. Ach so. Wieder was dazu gelernt. Toll. Den Rest, den hole ich auch mal noch hoch. Hier vorne das kannst du mal bitte noch mit wegmachen, weil es ist jetzt nicht optisch nicht so schön. Zwei. Zwei, so. Ach ja, wir haben doch auch eine Schere. Wirklich? Die haben eine Schere, ja. Soll ich mal die Schere nehmen und scheren gehen? Schäfchens, ja. Ja, War super. super, ne? Dachte ich mir fast. Halt, ich habe hier noch fünf Schweinefleisch. Quatsch. Sollte jetzt im Hintergrund irgendwelche Geräusche bei mir sein, dann ist es mein Sohn, der gerade staubsaugt. Sehr gut. Ja, ich glaube, der schrubbt gerade sein Zimmer. Warte mal. Ausgezeichnet. Das. Die Schere nehme ich mit. Ein bisschen Holz nehme ich mit. Eine Fackel brauche ich wahrscheinlich nicht. Was zu essen. Ein Schwert. Was brauche ich noch alles? Ein Boot. Ein Boot.
Und das war's. Halt, einen Weizen nehme ich mal noch mit. Falls ich unterwegs ein Schwein treffe. Kann ich mal probieren, ob es funktioniert mit Weizen. Gut. Der Pig Hunter pilgert davon. Tschüss. Wo gehe ich denn hin? Auf der großen Karte waren keine Schafe, ne? Da waren bloß ein bisschen hässliche Hühner. Ja. Dann gehe ich Richtung Osten. Da geht die Karte nämlich noch nicht weiter. Hä? Da ist Wasser, sehr gut. Und ein Creeper, hammergeil. Mal. Besten Voraussetzungen. Hat mich gar nicht gesehen, der blöde Creeper. Was war los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weg hier. Tschüss, Creeper. So. Mein Werkzeug hier kaputt geht, unglaublich. Ne, die Eisenpicke nehme ich. Irgendwie. Ups. Ich dachte schon, ich habe keinen Ton mehr im Spiel. Aber ich habe doch noch Ton im Spiel. Immer nach Osten der Sonne entgegen. Okay. Da ist eine einsame kleine Insel. Vielleicht sind da ja doch Schafe. Oder auch nicht. Hier ist gar nichts. Dann gibt's Schafe. Ich fühle mich ja gerade wie bei Anno 1402. Wo ewig nur Wasser ist und wenn man dann mal eine Insel gefunden hat, dann ist sie so mickrig klein. Nicht vorhin Holz geklopft? Ich hatte vorhin Holz geklopft, ja. Tropenholz. Genau. Wäre jetzt schön gewesen. Ja, das hatte ich eigentlich gehauen. Und irgendwo in eine Truhe gepackt oder habe ich es verfeuert? Weil dann das bestimmt. Bestimmt verfeuert. Wirklich? Ach, ich bin. Boot, wo bist du hin? Mein Boot ist weg. Nee, da unten ist es. Ich habe ein Boot gefunden. Lass mich raten, du hast es vorher selber gebaut? Nee, das hatte ich noch dabei. Das ist das, womit wir auf die Insel geschwommen sind, eins von den beiden. Ja. So, Kakteen kann ich uns mitbringen. Vielleicht findest du ja doch Lehm auf deinem Wege. Das habe ich auch die Hoffnung. Da habe ich auch die Hoffnung. Oh, ein Höhlchen. Und ein Kühlchen. Toll. Ich habe nichts zum Abbauen dabei, ich Blödmann. Was ist da? Nichts zum Abbauen dabei. Was hast du gefunden? Ich hab nur Kohle gefunden. Nur eine Kohle. Kohle. So. Und ein Dungeon. Hier ist ganz viel Sand. Besten mitbringen. Und gleich daneben ist ein Schneebiom. Das war ja Fichtenholz. Genau. Und weil das so schön ist, baue ich mir dann dafür einmal zwei Schaufeln aus Holz. Ich habe nämlich alles extra da gelassen, weil ich kenne mich, ich werde sterben. Nein! Sag nicht, hier ist echt ein Dorf. Ich habe ein Dorf gefunden. Soll ich das plündern? Yay! Kannst ja abernten. Vielleicht gibt es da ja sogar Möhren. Yep. Und Abonnerpflanzen. Weil wir sind ja keine Diebe. Stimmt. So, das war alles hier komplett weggeholzt. Sehr nett. Und dankbar, dass Farben mit uns geteilt werden und so. Mal, das werde ich jetzt hier gleich mal. Dorf. So.
bauen das ja eh nicht ab. Von daher. Die rennen immer noch rum und sagen, oh. Hallo, guten Tag. Oh, 10 Gravel und ein Emerald für 5 Flint. Preiswert. Ja, das ist total Wucher, Junge. Das ist die Wucherkatze. Schick hat das hier allerdings. Bisschen klein. Und es ist auch nur ein Haus. Aber, oh, ein Haus, 2 Villager. Oh, 10 Raw Beef für einen Emerald, das ist ja genauso hoch. So. Soll ich ein bisschen Schnee mitbringen? Ja, kannst du machen. Kann man dann eine Schneeballschlacht machen. Bei der neueren Version, bei 1.7.2 mindestens, kann man zwar gegenseitig noch mit Schneebällen bewerfen, aber die wirken überhaupt nicht mehr. Also vorher war es ja so, dass man wenigstens getroffen wurde, ohne dass man HP verloren hat. Aber inzwischen verliert man gar nichts. Also man, als wird der Schneeball einfach durchgeworfen. Das sieht was komisch aus, eine Wüste direkt neben Schnee. Bei der 1.7 sollen ja angeblich die Übergänge der Biome auch flüssiger sein. Mhm. Da sagen, es ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Mir selber auch noch nicht. Ich spiele 1.7.4 gerade. Mit Large Biomes. Und da dauert es auch ziemlich lange, bis man an den Rand kommt. Okay. Oh, Lolo, was ist denn hier los? Wahnsinn. Kohle. Kohle. Okay, wir sind schon wieder bei 22 Minuten angekommen. Jetzt mit der Viertelstunde. Halt längere Folgen. Okay. Dann unterbrechen wir kurz hier die Aufnahme in der... Wahnsinn! Wahnsinn! Unglaublich, ein Loch mit Lava. Und ich habe keinen Eimer dabei, hätte ich uns Lava mitbringen können. Schade, schade. Kann ich am helllichten Tage, beziehungsweise so, dass du direkt reinfallen könntest. Ja, da, wo man perfekt. Wenigsten damit rechnet. Genau. Deswegen gehe ich da auch gleich mal ein Stück von weg. So Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn wir Minecraft spielen. Hexit-Vanilla. Beides zusammen funktioniert ja wunderbar bis jetzt. Und ich habe Kühe gefunden. Yay! Yeah. Und Kühe reagieren auf Weizen. Auch gut. Aber ich kann die Kühe... Kann ich die mit übers Wasser nehmen oder ertrinken die? Ha. Das werden wir rausfinden in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dahin und tschaußen. Ciao.